Servus. Hallo, servus, lieber Thomas. Wir sind live für euch. Ich glaube, die Hitze hat die Geräte hier schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Deswegen haben wir gerade alles nochmal neu starten müssen, Soundkarte hing. Aber das ist halt immer so, wenn man live geht. Man muss das alles doppelt und dreifach checken. Ihr Lieben, Thomas Manita ist heute für uns da und hat seine Lieblingsgitarren mitgebracht. Ich werde am Ende ein bisschen, ihr habt meine schon so oft gehört, deswegen werde ich erst am Ende ein bisschen über meine drei Gitarren, die ich am liebsten habe, sprechen. Und aber als allererstes möchte ich natürlich ein ganz, ganz herzliches Hallo an euch alle da draußen sagen, dass ihr bei dieser Hitze live dabei seid. Finden wir richtig klasse. Du hast schon hier so ein unglaublich exotisches Style am Start. Und, aber ich gucke kurz in den Chat rein, wer alles da ist. Ja, genau. Und Bild und Ton ist zeitversetzt. Erstmal Hallo sagen. Erstmal Hallo sagen. Bild, Ton, okay. Okay, also wir hoffen, dass alles gut ist. Aber wie gesagt, das nicht muss Live-Dashboard funktionieren. Das ist egal. Also vermutlich hat sich das ganze technische Gedöns irgendwie gewerkschaftlich organisiert. Ja, aufgrund der Temperaturen. Und es ist halt, Sondersendung. Ne? Sondersendung, genau. Ich werde mal versuchen, den Chat hier nochmal einzublenden. Gib mir mal eine Sekunde. Bild und Ton passt. Herzlichen Dank. Also, ich habe auch immer die Schwierigkeit, und da bitte ich jedem um Verständnis, der sich meine Live-Aufzeichnungen anschaut, dass wir natürlich ein bisschen einen Pegel fahren müssen mit den Gitarren, damit es nach was klingt. Und wir eher ein Raummikrofon nutzen. Das ist ein Neumann KTM, keine Ahnung, ja, also ein gutes Mikrofon. Und man sagt mir immer, meine Stimme wäre zu leise und meine Gitarren zu laut. Aber das ist halt, dann bitte ich schon jetzt um Verständnis, dass das nicht immer so 100% besser geht, wenn man live ist. Der Aufwand, ich habe das mal durchgerechnet, finanziell wäre schon im Bereich zwischen 10.000 und 15.000 für eine semi-professionelle Geschichte an den Start zu bringen. Da kann man das, ja auch gut Gitarren. Da kann man, also meine Einstellung ist dann lieber sowas. aber ich denke, wir fahren noch soundmäßig gut für euch. Ne? Also das zu dem Thema. Es wird heute viel, viel Spaß hier am Start sein. Ich kann es euch sagen, die Freude ist ganz meinerseits. Und ich blende jetzt mal, ich mache hier eine Bildschirmaufnahme und mit der Software und werde hier mal den Top-Chat mal nochmal mir greifen und dann wird Thomas gleich sehen. Da ist er, ne? So schnell geht es. Schau einer an und schon das kann ich ja den hier einblenden. Hochraffinös, was du hier machst. Raffinös ist der richtige Begriff. Also im Übrigen, falls sich der ein oder andere wundert, warum wir so ein bisschen auseinandersitzen, wir haben jetzt vorher ausgemessen, dass wir hier Luftlinie den korrekten Abstand einhalten. Ich meine, es ist ja eine saublöde Situation für alle, aber nichtsdestotrotz haben wir hin und her überlegt, wie wir denn jetzt irgendwie mal ein bisschen Normalität wieder ins Leben bringen. Und also Grillfete hier im Studio wäre wahrscheinlich ein bisschen zu umständlich, ja, und mit den Entfernungsmaßgaben nicht in Einklang zu bringen. Aber so zu zweit geht's. Zu zweit geht's und ich bin sehr, sehr froh, Thomas, dass du hier bist. Ja, es ist ja auch schon lang her. Ne? Ich glaube, das viel letzte zu lange war ich hier. Nikolaus, kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte hinkommen. Und es liegt nicht daran, dass wir keine Ideen gehabt hätten, sondern eben an der weltweiten, an der neuen, uns allen bekannten neuen Situation, genau. Die erfordert uns und fordert uns auf ganz besondere Weise dieses Jahr. Und ich glaube, wir werden mit vielen kreativen Lösungen, die wir auch schon in der Vergangenheit bewiesen haben, uns da schon neu orientieren und das Ganze, ich denke, wir werden erstmal eine ganz starke neue Lektion lernen aus dieser Geschichte. Etwas, was unsere Vorfahren, ja, für die es gang und gäbe war, ne? Gang, wirklich Jahrhunderte, Jahrtausende lang, war das etwas, eine Geißel der Menschheit.
Denke ich, mit 1,50 Meter Abstand mit dem Thomas können wir gut, komme ich gut zurecht. Das zu dem Thema, okay? Genau, und jetzt geht es nur noch um Gitarren. Ja, ausschließlich. Ausschließlich. Und falls uns noch irgendwann ein anderes Thema einfällt oder ihr wirklich was wissen wollt von uns, wir werden auch immer wieder in den Chat reinschauen. Ich bin froh, dass alles jetzt technisch funktioniert. Wir haben 110 aktuelle Zuschauer. Wow. Yeah, super. Diese Krise hat schon auch ihre Vorteile. Die Leute haben Zeit und sind zu Hause. Ne? Ja. Ich möchte mich gleich noch bedanken beim Thomas. Ah. Ich darf es nicht vergessen. Für dieses wunderbare Hackabschor-Radler. Mit gleich der natürlich. Also bei Fender kostet dieses Teil hier irgendwie 5 Euro oder sowas. Ich 5 Stück, glaube ich, für 5 Euro. Es ist halt ein Logo drauf. Ne? Und ist ein Logo drauf, ja. Und wir kriegen das hier quasi gratis mit gratis dazu. Gratis, cheers. Ja, und haben hier Prost, ne? Prost. Ich bin eigentlich ein Glaskind. Ich trinke jetzt aber trotzdem mal einen Schluck aus der Flasche. Und alkoholfrei, ihr Lieben. Das kann man unterlesen. Ne? Also wir sind ganz brav, zivilisiert, wie sich's gehört. Wir sind auch nach einer Stunde Sendung immer noch fit. Theoretisch. Immer noch Herr dessen, was wir euch erzählen. Aber wie gesagt, ich werde immer wieder ab und zu mal hier einen Schluck nehmen. Es schmeckt übrigens fantastisch. Siehst du? Und es ist angemessen zur Temperatur. Mhm. Oh, ist das gut. So viel zum Thema, es geht jetzt nur noch um Gitarren. Und um Plektren und um Saiten und um die Liebe zur Musik ja. und um alles, was alle Themen, die uns hier beschäftigen und uns glücklich machen, die mit Gebiss sagen Hacker Porsche, weil sonst beim Bestellen die Beißerchen rausfliegen. Hacker Porsche. Krass. Danke, Stefan. Klasse. Stefan trinkt aber kein alkoholfreies. Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Ja, schauen wir mal. Ne? Super. Klasse. Jetzt immer wieder erfrischend, was ich hier alles lerne. Ja. Das gefällt mir. Sollen wir mal was über Gitarren erzählen? Ich weiß nicht. Huch. Lass mich nochmal die starten. Die war gerade weg. Hey. Ich hoffe, ihr könnt uns noch hören. Ja, wahrscheinlich jetzt sogar besser. Nö. Vermutlich nicht. Ah, jetzt warten wir mal. Doch, doch, sie können uns noch hören. Jetzt wird es noch besser. Nö. Da schreibt einer nö. Naja, doch, sie können uns hören. Ja. Doch, doch, doch. Dietmar, grüß dich ganz herzlich. Aber jetzt hören uns alle wahrscheinlich noch viel besser, ne? Alles gut. Also, die Idee hinter dem heutigen Video ist die Bitte und die mehrfach an mich herangetragene Frage. Horst, red doch mal über deine Haupt- oder Lieblingsgitarren, die Gitarren, die du am meisten einsetzt und warum und weshalb. Und ich hab dann zum Thomas gesagt, Mensch Thomas, mach doch bitte mit. Du hast hier ein paar außergewöhnliche Instrumente. Du bist ein, ich würde sagen, ein, in meinen Augen so ein Gitarrengourmet. Und ich will, dass du mir erzählst, warum, weshalb, was dich an den Instrumenten begeistert, was dir daran gefällt. Und beginnen wir doch gleich mal mit dieser ersten wunderschönen Gitarre. Ich darf das hier ein bisschen anders einblenden, dass ihr das besser sehen könnt. Mal schauen, ob wir die Lady hier mal in Gänze aufs Bild kriegen. Ich zoome dich noch mal ein bisschen rein. So. Also das ist meine neue Sonntagsgitarre. Da muss man den Anzug tragen. Die habe ich gestern auch erst vom, echt? Vom Gitarrenbauer geholt. Wahnsinn. Wenn ich dir mal die Kopfplatte nahe bringen darf. Du darfst so nah ran, wie du magst. Ja. Dann siehst du auch, welches Fabrikat hier in meinen Händen liegt. Unicut, lese ich das richtig? Genau, Unicut Guitars. Der Gitarrenbauer ist der Florian Lüttke, der bei mir ums Eck wohnt. Hey. Also wir haben
Ich fahre da immer mit dem Auto, weil ich halt immer Gitarren dabei habe, aber es sind keine 10 Minuten. Wie geil. Könnt man auch zu Fuß gehen. Ohne Gitarren. Und der Florian hat eine eigene Serie von Korpusformen entwickelt und nennt die Dinger Shoto nach irgendeinem Samurai-Schwert oder sowas. Genau. Und macht es seit einigen Jahren schon. Und er kam irgendwann mal mit dieser Korpusform ums Eck und hat ein Bild gepostet in Facebook, glaube ich, war das, von Prototypen, und zwar im Rohzustand. Da lag der Hals so drauf und es war noch kein Lack drauf und nichts. Ja. Und ich habe das Ding gesehen und habe ihn angeschrieben und habe gesagt: Flo, wir müssen reden. Und seitdem hatten wir die Idee, dieses Instrument zu bauen. Es hat dann eine Weile gedauert, bis wir irgendwie da Holz gefunden haben und bis die Idee so ein bisschen Gestalt annahm, wie das ganze Ding ausschauen soll. Ich bin, also normalerweise, wenn eine Gitarre mit Gold-Hardware daherkommt, dann mache ich immer so. Ja. Es ist nicht so das, was ich eigentlich mag. Ja. Aber ich muss sagen, bei der passt es einfach saugut dazu. Ja. Die Korpusform erinnert so ein bisschen an eine SG. Es ist in der Tat aber eine Semi-Hollow. Also es gibt hier tatsächlich F-Löcher. Und am Gewicht merkst du auch, also die kommt jetzt mit 3,6 Kilo, glaube ich, hat sie auf Echt? die Waage gebracht. Sehr moderat daher. Ich habe eine einteilige Koa-Decke ergattert für dieses Teil. Wahnsinn. Und der Flo hat seiner Passion als Restaurationsschreiner, ich weiß nicht, ob der Begriff richtig ist, die auch ein bisschen mit Blattgold belegt. Ah. Hier hinten auch an den Flügeln von der Kopfplatte. Ja. Und als dann klar war, dass wir hier jetzt mit goldener Hardware uns amüsieren, weißt du, der Flo ist auch so jemand, der dann sagt, also wenn dann gescheit. Ja. Also, die hat hier auf der Rückseite so ein Elektronikfach, das ja allein schon einen Designpreis verdient hat. Und da sind halt die Schräublein auch, ne, in der Farbe passend. Und sind halt diese kleinen Details, die der Flo auch immer im Auge hat, oder die Side Dots sind halt hier auch aus Ah, Messing poliert, ja, wenn du da mal drauf guckst. ja. Sind die Hölzer aus Einheimisch oder Nee, also die Koa ist ein Chor? Baum, der wächst auf Hawaii. Und es gibt in England jemanden, der nur mit diesem Holz arbeitet. Ja. Und da findest du sowas. Der Korpus und der Hals, also der Korpus erstmal ist limbar und der Hals ist auch limbar, hat aber zwei Streifen Mooreiche und das Griffbrett ist auch Mooreiche. Vielleicht kriegen wir mal eingefangen. Schaut ja von weit weg, schaut es ja immer sehr schwarz aus. Ja, nee, es ist eigentlich, Und wenn du da aber das sind so Streifen drin. Das Was ist ist schwierig, das? jetzt hier das richtige Licht Ja, drauf zu es ist kriegen. Ich schwierig, weiß nicht, ob gell? man es sehen kann, aber diese Mooreiche hat eben so Spiegel. Das ist fast so wie die Flames auf einer Das Ahorndecke. ist Ja? wirklich geflammt. Man Und sieht es kaum, aber doch es erschließt sich einem eben aus dem Winkel kann ist es sind so quer rüber. genau, bei entsprechendem Lichteinfall sieht man das. Toll. Und ich meine, gut, dann der Headstock hat hier dann auch nochmal Ja. das Koa. Wow. Also die ist halt ringsrum. Ich habe vorher gesagt, ist es noch Gitarrenbau oder schon Holzbildhauerei? Ja, oder Da fragt jemand, das Tremolo noch ein bisschen näher zeigen, vielleicht? das Tremolo ist von Düsenberg, glaube ich. Und der Vorteil von Der dem Tremolo Roland ist, Bach wollte ich wissen. man kann jeweils, wenn man die Saiten wechselt, überlegen,
ob man nicht das normale Stop-Tail-Piece draufbaut oder ob man wieder Tremolo haben will, weil das Stop-Tail-Piece gibt es natürlich auch mit dazu. Und also zu den inneren Werten, was uns ja immer interessiert, die Pickups. Hier hat uns der Harry Häusl 69er angefertigt mit dem Goldrahmen und mit einem Ebenholztop. Und was ich hier ganz lustig fand, war quasi so wie bei den Wide Range Humbuckern so versetzt die Schrauben dazu machen. Finde ich, schaut ganz nett aus. Und sehr schick. Ja, der Rest ist schnell erzählt. Es gibt einen Tonpoti, es gibt einen Volumepoti und einen Dreiwegschalter. Und es gibt. Die sind ja schön. So was habe ich ja noch nie gesehen. Ganz ehrlich, das sieht aus wie ein Auge. Was ist denn das? Sind ja so halboffene Schallertuner. Eigentlich sind sie nicht offen, weil da ja ein Fenster davor ist. Unfassbar schön. Und du kriegst halt diese netten Chorflügel da mit dazu, dass das da quasi zum Gehölz mit dazu passt. Und also das ist schon ein Gesamtkunstwerk. Also, du wohnst wo? Ist das, darf man das sagen? Ich wohne in der Nähe von Freising. Freising? Und, ja, also und wo Freising ist er? Sagt eher jetzt den Leuten, das ist ein Dorf weiter. Ja, klar. Ja. Wo ist er ansässig? In Kranzberg. Unicard Guitars. Wir werden die Links, übrigens die Sendung ist nicht gesponsert in irgendeiner Form, möchte ich gleich sagen. Weder von Hacker noch von Unicard. Von niemand, aber wir werden die Links zu den Gitarrenbauern natürlich unter dem Video dann posten. Dürfen wir mal hören, ob ich. Das ist nicht normal. Nee. Also das ist jetzt. Also die klingt immer noch, ne? Ich habe halt jetzt mal abgedreht. Ne? Okay, das war jetzt und sie hat ein. Ich sagte, was ich einmal das Gänsehaut habe. Wir spielen, was Thomas hat jetzt auf dem Fender Amp gespielt, also auf dem Helix, auf dem Deluxe. Eine meiner Lieblings Clean Amps. Was ich höre, ist unfassbar viel Charakter, Ausdrucksstärke. Das gesamte Frequenzspektrum klingt wie für mich wie ein Grand Piano. Ja. Ein richtig, richtig schöner, charaktervoller. Und weißt du was, die ist sofort da. Ist massiv, ja. Massiv da. Also spricht halt sofort an und du dir klebt der Ton praktisch am Finger. Das ist also die Gitarre, die du nimmst, wenn die Leute sagen, kannst du eine nehmen, die man gut hört? Oder wie? Ja, mit der schießt du alles. Hier, man hat dir den Tipp gegeben, ein goldenes Plektrum auch noch zu verwenden. Bitte schön für diese Gitarre. Das ist durchsichtig, man sieht das Gold von der Hardware wenigstens durch. Ne? Ja, clever geantwortet. Alles richtig gemacht. Also sie klingt fantastisch. Die kann aber auch hemsärmlich. Ne? Lass mir ein bisschen hemsärmlich mal. Plexi Marshall ohne nix. Love it! Der war jetzt praktisch roh, ne?
Der war roh, nur Gain und ein Hall. Ja. Nix. Ein klassischer Marshall. Jetzt möchte ich die noch hören mit einem Sound. Und zwar, was du jetzt hast, ist natürlich ein Vox AC30 kombiniert mit einem Fender Tweed. Mann, wie wollt ihr das noch mit anderen Gitarren steigern, schreibt der Roland. Es wird schwierig. Und ich sage euch gleich, ich hab dem Thomas nicht die Reihenfolge vorgegeben. Ich hatte die halt gerade, also das war jetzt Zufall, ne? Du, es gibt kein Zufall. Wir arbeiten ja ohne Drehbuch, ohne doppelten Boden und so Zeug. Nee. Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht auch gern mal willst. Ja. Ja. Und du hast ja auch durchsichtige Plektren, also insofern... Ich habe mein rotes Feuerplektrum am Start. Das geht gar nicht. Du musst hier unter Rücksicht aufs Publikum... Du kannst das nehmen, das ist fast... Stones spielen wird, das wäre so eine Traumgitarre. Aber weißt du, die hat halt trotzdem diese Offenheit von der Semi. Fantastisch. Zuckersüß. Dadurch, dass die hier 24 Bünde hat, ist der Halstonabnehmer auch ein Stück weiter hinten. Aber es gefällt mir. Ja. Und du hast ein bisschen ein anderes, also der sieht halt hier ein bisschen ein anderes Obertonspektrum von der Seite. Ne? Thomas, ich habe ein Verständnis dafür. Die Gitarre ist so voluminös, akustisch, dass vielleicht, wenn die am 22. wäre, sie vielleicht zu sehr drücken. Zu sehr drücken. Ja. Also ich finde die Idee, dass das jetzt eine 24-Bund-Gitarre ist, das ist ein Kunstwerk mit unglaublichem Charakter. Das ist, wenn ich das jetzt vergleichen würde, ist tue mich sehr schwer. Ich würde es eher sagen, das geht schon in Richtung Bentley, Rolls-Royce, was du da an den Start hast, aber mit einem individuellen Charakter.
Also das ist jetzt, du würdest da jetzt nicht sagen, ja, das ist halt eine ES335-artige Gitarre, nein, weil das ist es nicht. Ist es nicht, ja. Nee. Das Teil ist absolut eigenständig. Ja. Ja. Und ich meine, in der absurden Verarbeitung und mit der Detailverliebtheit, ja, ich hab dem Flo zum Beispiel gesagt, ich brauche so ein Bellicat. Ein kleines Kartoffel. Ja. Er hat gesagt, spinnst du? Dann sage ich, nee, will ich haben. Und zeig's mal. Ja, sieht man so ein bisschen. Man sieht das, ja, da, das halt quasi. Ja, aber ja, das, wenn live spielst, und das ist halt so viel angenehmer. Ja. Und es ist aber jetzt für den Gitarrenbauer halt nicht einfach so, dass er da ein Stück Holz raus sägt, wie bei einer Strat, weil das Teil ist ja hohl. Du willst ja da nicht durchkommen. Völlig klar, völlig, ja, klar. Und ich meine, der sagt halt dann, dann bauen wir das so. Und also ich genieße das halt auch, zum Gitarrenbauer zu pilgern und dann mal eine Stunde oder eineinhalb zu ratschen und irgendwelche Ideen zu entwickeln. Dieses Teil da hinten ist der Hammer. Ne? Wem fällt sowas ein? Ja. Okay, ja. Ne? Das ist einfach Liebe. Das viel sind Liebe, einfach viel Details. Liebe, viel, ja. Und ich meine, an dem Ding. Okay, das ist eine Gitarre fürs Leben, die wird, genau, die wird ich. Die nehme ich, das ist unfall. Und die ist noch frisch, die kommt noch. Ja, die, ja. Wie gesagt, ja, die ist gestern fertig geworden. Als ich dort war, haben wir das Logo noch auf den Headstock gepappt. Wow. Und haben da hinten noch den Halter für den Gurt eingeschraubt. Ja, ist und quasi ein Single Malt unter den Gitarren. Es ist wirklich so, die Gitarre hat so viel Charakter, dass man das so beschreiben kann. Und die wird noch. Die kommt. Also die gewinnt durch Spielen wahrscheinlich noch mal ganz immer. So, ihr, ja, Lieben, das war die Unicut. Dann stellen wir die mal wieder ab. Er hat sich entschieden, mit der anzufangen, was wir machen. Ich hätte die vielleicht am Schluss genommen, aber umso schöner wird es, was er als nächstes bringt. Was machen wir denn jetzt? Du, hier. Sollen wir würfeln oder gibt's ein Jam wird es noch geben gegen Ende. Nein, du nimmst. Jetzt machen wir mal einen krassen Kontrast. Also, was ich jetzt hier am Start habe. Erstmal schönste Grüße nach Ratingen zum Sascha in die Werkstatt und schöne Grüße auch zur Jenny, bei der die Gitarre lange Zeit gewohnt hat, bevor sie zu mir kam. Die hat so ein bisschen ihre eigene Geschichte. Das ist eine Gamble, wie man unschwer an den Inlays am Griffbrett ziehen kann. Und das ist jetzt zu der Sonntagsgitarre von gerade eben eigentlich so der größte Kontrast, oder? Komm ein bisschen näher. Was hast du da für ein Amp jetzt gerade am Start? Ich mach dir den Clean Sound. Oder du sagst mal, was du willst. Bist du den? Ja. Das ist der Blackface. Nee, der Fender Deluxe. Also, die Jenny schreibt die Miss G. Ja, das ist eine Miss G von Gamble Guitars. Schicker Gurt, die loben dich. Dein T-Shirt kommt sehr gut an. Ja, der, ne? Gurt kommt gut an. Crisis. Der Gurt im Übrigen stammt aus Krefeld von Kissfish Design. Pack mal das Link rein. Und wenn jemand einen Bassisten kennt, der immer jammert, dann ist das ein Geburtstagsgeschenk, Leute. Ich hatte noch nie was Bequemeres über der Schulter. Das Design gibt es nicht nur so, sondern auch in anderen Ausführungen. Einfach mal reinschnuppern. Das sind jetzt sicher nicht die billigsten Gurte, aber das ist echt saubequem. Gell? Du hattest den auch gerade mal um. Unfassbar, Thomas, unfassbar. Und ich suche auch immer, ich meine, das ist ja jetzt nicht nur, dass es ein saubequemer Gurt ist,
Sondern es ist ein Einzelstück, ja. Ein Kunstwerk. Ne? Ein richtiges Kunstwerk und das hat Thomas auch einen Waffenschein für seine Gitarre. Selbstverständlich nicht. Ich mache dir mal kurz einen leichten Overdrive drauf. Ja, ne? Und jetzt gebe ich dir mal den Plexi. Jetzt ist er da. Gemarschelt, also da haben wir alles auf 11. Ne? Baby. Jo. Nice. Also das war jetzt der Humbucker, ne? Das war jetzt der Humbucker. Ja. Okay, mal der Front Pickup mal hören. Mal. Ja, wir tauschen. Also du darfst natürlich auch auf mein spielen, weil meine sind so in meiner DNA. Das ist echt interessant. So. Diese Sachen kann auch zu probieren. Ich finde es unglaublich, den tonalen Unterschied zwischen euch beiden mit der gleichen Gitarre. Ja.
Das ist ein guter Hinweis von Jörg. Das macht natürlich ein gutes Instrument wieder, gibt extrem die Spielweise des Gitarristen. Und es ist ein toller Kontrast, Thomas mit seiner filigranen, sehr bluesigen, sehr touch-sensitiven Spielweise. Der Thomas braucht für seine Spielweise diese Art Gitarren, sind für ihn wie gebacken. Ne? Weil hier kannst du super filigran. Ich habe ja nur den Marshall, die Gitarre ist einfach. Sagt zu der, das ist die gute. Ja. Und der weiß es, weil der baut die Dinger, ja. Was vielleicht auch lustig ist, um so ein bisschen zu verstehen. Ich ziehe den reflexmäßig immer ja, ab, gell, wenn die, spielen wie der Sascha baut, der sagt, er baut keine perfekten Gitarren. Ja, also die Instrumente, die beim Sascha in der Werkstatt entstehen, die haben Charakter. Ja. Die hat jetzt die kommt auch mit einer einteiligen Armendecke daher. Der Korpus von der Gitarre ist aus Kambala. Gibt es, glaube ich, noch ein paar andere Handelsnamen. Es ist ein Maulbeergewächs, sackschwer. Deswegen ist die so ein bisschen gechambert. Und der Korpus, der hing jahrzehntelang als Firmenschild über einer Bäckerei. Also da ist richtig Brot drin. Ja. Ich muss näher ran, wa? Ich weiß nicht, welche Bäckerei das war. Der Sascha hat es erzählt und ich habe es wieder vergessen. Aber bei ihm in der Ecke, ja, und irgendjemand wusste, dass er Gitarren baut und dann haben die da renoviert und haben gesagt, boah, wir haben da Mahagoni und sah auch erst aus wie Mahagoni, ist aber ein anderes Holz. Ja, und so kommt es hier halt, ist eigentlich Recycling. Ne? Aber bitte, Reinkultur. Aber bitte, wenn ja. jemand das, wenn jemand es wirklich schafft. Nicht nur so ein gutes Instrument zu bauen, sondern auch zu sagen, ich meine, du brauchst schon ein Ohr, du musst schon die Hölzer ja. auswählen können. Und er sagt, es ist mir egal, es ist auf der Bäckerei, da hängen jetzt 30 Jahre, das ist ein gutes Tonholz, ja. ich höre das. Und dann das zu mixen, dass dann so ein Ergebnis bei rauskommt mit so viel Charakter, ja. Ja. Das können nur wenige. Der Hals ist aus Mahagoni. Ja, jetzt hier auf die Tuner gehen, das ist sehr klassisch alles. Ja. Blusen-Style. Ja. Was es beim Sascha immer gibt, ist eben das Peak als Inlay. Und ich weiß nicht, ob das Licht das einfängt, aber die hat auch so ein bisschen, ja man sieht so ein bisschen. Ein Nitro-Lack. Die ist halt ja. nicht nagelneu und wie aus dem Ei gepellt und wie sie eine PRS aus der Wood Library, sondern sie sieht älter aus. Wie sieht sie hat so ein bisschen, ja, hat so ein, bisschen ein schönes Finish. Ist übrigens nicht wirklich ganz flach. Sie hat so eine leichte Kontur, der Korpus. Sieht man das? Ja. Man sieht so ein bisschen, weil das Pickguard so ein bisschen verbogen ausschaut. Ne? Ja. Sie ist so schlank, da kannst du sogar ohne den Bellycut auskommen, oder? Merkst du nicht, gell? Stört dich bei der Gitarre nicht? Stört dich, ich habe nichts gemerkt. Weil die überhaupt nicht aufdreht. Sie dreht, ja. PRS baut ja sehr schlank, jetzt wenn man das mal vergleicht vielleicht. Ja. Also, ja. Das gibt das sich ist, dann nicht viel. Gibt sich ne? nichts, ja. Ja.
Soll ich jetzt mal eine machen? Ja, du kannst deswegen gibst du mir machen. Die. Ja, ja, genau. Oh, ist süß. Danke an euch alle. Danke. Ich freue mich. Ich freue mich, dass es euch so gefällt. Ist das ein P90 am Hals? Ja. Yes. Hey Horst, danke für die große. Ah, danke, lieber Roland, dass diese Gitarren kann man backen. Her mit den Rezepten. Ja, das wüssten wir alle gerne, wie das funktioniert. So, also ich bin jetzt am Start mit einer meiner Gitarren. Ich blende euch mal kurz hier aus, und so dass ihr das gut sehen könnt. Und gehen wir auf den Clean Sound als erstes. Und dann schwätze ich mal ein bisschen über die. Es ist nicht meine erste, sondern meine zweite Paul Reed Smith Gitarre. Und die erste hatte die Piezo-Tonabnehmer noch drin. Mhm. Und ich fand die Kombination sehr gelungen. Hab dann aber festgestellt, dass ich beim Live-Spielen doch die Variax mehr verwendet habe. Und nach den Upgrades der Variax war ich mit dem Sound zufrieden. Und dann habe ich gemerkt, die Piezos verwende ich nicht mehr so sehr. Wollte aber dann an der Gitarre nichts ändern. Mhm. So, und jetzt, Thomas, ich muss das so erklären, wie ich denke. Jetzt, ich schwätze einfach so, wie ich denke. Bei dir ist es so, du lässt deine Gitarren bauen und sie auf dein Taste hin sozusagen finishen, sie abschmecken. Und wenn bei dir was, wo du denkst, hier könnte ich noch was ändern, lässt du das machen. Egal, was es kostet. Ne? Vielleicht mal einen anderen Tonabnehmer ausprobieren oder andere Potis, irgendwas. Ne? Aber wenn du es schon beim Gitarrenbauer so machen lässt, dann lebst du auch damit, dass das ein einzigartiges Instrument ist und du versuchst, den Charakter zu bewahren. Ja. Stimmt das, ja, was ich sage? Ja. Also ich mache keinen Sinn, jetzt an so einer Gitarre rumzuschrauben. So, das hier ist ein Standardprodukt, genauso bekannt mittlerweile wie die Stratocaster, die Telecaster und die Les Paul. Es ist die Custom 24 von Paul Reed Smith. Das ist seine Gitarre, die ihn berühmt gemacht hat vor 35 Jahren, die ihn sozusagen auf die Szene 1985 befördert hat, katapultiert hat. Und ihr kennt die Story der Gitarre, ich muss sie nicht wiederholen. Es ist eine Gitarre, so ein Hybrid zwischen der hinten Les Paul Form, ganz originalgetreu, den beiden Cutaways wie an einer Strat. Und eine Mensur, die außergewöhnlich ist, nämlich genau in der Mitte zwischen der Strat und der Paula liegt. Und das macht die Gitarre interessant. Das rückt auch den Front-Pickup an eine bestimmte Stelle, die wieder interessant klingt. Und an dieser Gitarre, die erst vor 2 Jahren rauskam, was mir sehr gut gefallen hat, sind die zwei Schalter hier, mit der ich die Tonabnehmer splitten kann. Mhm. Und als ich sie dann endlich hatte, und worauf ich großen Wert lege, ist ein angenehmes Gewicht bei den Gitarren. Diese Gitarre wiegt gerade mal knapp 3 Kilo. Und das erwarte ich auch bei einer Gitarre, die nur halb so dick ist wie eine Les Paul. Ja. Ne? Erwarte ich das. Und sie ist eben dieser Zwitter mit Tremolo. Ich mag ein gutes Tremolo, das ist sehr, sehr gut. Und das Einzige, was ich geändert habe an dieser Gitarre, ist, dass ich Amber-Tonabnehmer eingebaut habe. Und die Amber von Wolfgang Damm sind für mich genau richtig. Also sie bringen genau den Sound, sie sind splitbar. Und die Single-Coil-Sounds stehen den in der Lautstärke nicht nach, den Humbucker-Sounds. Es ist, als ob Umwicklungen weggenommen werden. Welche sind das? Die Crossfire. Bisschen heißer wie die Spirit of 59. Crosspoint, entschuldige. Aber für mich haben sie Feuer, deswegen haben sie wahrscheinlich jetzt Freudsch versprechen. Also, aber damit ist schon klar, das sind jetzt nicht so die PAF-Richtung, sondern schon ein bisschen heißer. Leicht 0,2 Ohm. Das ist schon okay, die PAF. Das ist viel. Das ist jetzt der Humbucker vorne. Mit dem Fender Sound. Hinten.
dir gefällt, ich habe diesen, Biss oben. Ich mag das einfach. Das einfach den Tonpot einen Tick zurück. Er smilet, das ist ein gutes Zeichen. Super Sustain. Auch das neue Tremolo ist ein Ticken. Bei der Gitarre merkst, sie ist im täglichen Spielbetrieb bei mir. Und das ist jetzt etwas, was ich deinen Gitarren noch sag, die wäre noch geiler. Ja? Und die ist jetzt... Die sind tolle Pickups. Also ich hab den Wolfgang gedrückt auf der Guitar Summit. Auf dem Guitar Summit. Das ist unglaublich. Das sind genau meine Pickups. Ja, ja. Für diese Gitarre. Ich weiß jetzt nicht, wie sie auf anderen Gitarren sind. Und jetzt gehe ich mal auf den Marshall, dass wir das auch hören. Übrigens, mein Helix war nochmal vielen Dank, falls jemand von der Firma Line 6 zuguckt. Vielen Dank dafür. Mein Helix war bei Georg Schwarz, Beats & Bytes. Er macht einen Service in Deutschland für Line 6 seit über 20 Jahren, seit 25 Jahren. Und seit 30 Jahren fast. Kann nicht sein. 23. Also jedenfalls seit über 20 Jahren. Ein ganz feiner Mensch. Und mein Helix war dort in Überholung. Weil etliche der Schalter habe ich schon durchjubelt. Ich habe hunderttausende Male drauf. Ne? Und die wurden ausgetauscht. Und er ist jetzt praktisch wie neu. Und vielen Dank an Line 6 und an den Christian Basener dafür, dass das auf Kulanz gegangen ist. Also, das war sehr lieb von euch. Wirklich lieb. Also jetzt Marshall Humbucker. Jetzt habe ich hier das Phänomen, du merkst jetzt beim Clean Sound waren diese, ich weiß nicht, wie das mit den Pickups macht. Sie sind jetzt, der Marshall ist ja, wenn du den verwendest, betont er schon mal gerne diese Höhen und macht es noch ein bisschen frequenzmäßiger nach vorne. Merkst du, dass es nicht übermäßig spitz klingt? Mhm. Ja? Ähnlich wie bei einer anderen Gitarre von dir. Eigentlich will ich jetzt den Mitten Sound. Wenn dann der Tube Screamer dazukommt. Die Schärfe. Ich habe jetzt also auf Single Coil geschaltet und ich finde sie wahrscheinlich mit die am besten klingenden Humbucker im Single Coil Format. Ja. Und manche Humbucker schalte ich auf Single Coil und denkst, Gott, was ist jetzt passiert? Komplett anders. Komplett anders. Und das ist hier jetzt wieder Humbucker. Jetzt natürlich auch in einer ganz ordentlichen Gainstufe bist, wo es ein bisschen dann auch verschwimmt. Ne? Logisch, ja. Logisch. Ne? Aber weißt du, was mir extrem auffällt? Ja. Die Amber Pickups
nehmen der PAS so ein bisschen diese Eleganz, die die immer so vor sich her tragen. Ne? Das weil die PAS, so wie die aus dem Geschäft kommt, die ist halt immer, also die klingt zu allem immer wahnsinnig toll. Ja? Und was ich immer so ein bisschen dran vermisse, ich hatte ja auch ein paar, ne? was ich immer so ein bisschen vermisse, ist einfach das Hemdsärmelige. Ja, so ein bisschen das Rotzige. Das Freche, Rotzige, ja, so ein bisschen Dirt. Ja. Ja. Das hat sie ja nicht so. Ja. Aber es sind elend gute Gitarren, ja, und spielen sich halt saugut. Intonation, Spielbarkeit, ja. Sound. Du kannst. Und ihr könnt ja sehen, ich berühre, ich habe hier meine Hand ganz normal, ohne mich verrenken zu müssen. Das ist für mich wichtig, weil ich keine so große Hände habe. So, das ist also jetzt eine, ihr habt sie schon so oft gehört, deswegen höre ich jetzt auf. Ich lasse Thomas weitermachen mit seinen fantastischen Gitarren. Ihr habt die ja schon so oft gehört. Ich finde auch die Farbe, ich habe mich verliebt auch in die Farbe, mal was anderes. Das ist eigentlich die Horst-Referenz, ne? die Gitarre. Schicker Style, ne? Hinten schön mit klassisches Mahagoni und ich liebe sie. Ich bin sehr begeistert. Sie gibt mir das, was ich von ihr erwarte, und sie hat sich auch live bei den Gigs als richtig gutes Arbeitsgerät für mich präsentiert. Ja, die lässt dich nicht im Stich. Nein, sie lässt mich nicht. So, jetzt. Also, Jutta, ich habe die letzte PRS, die ich hatte, habe ich getauscht. Ja. Gegen eine Engländerin. Was? Man glaubt es kaum. Auf Anhieb voll im Bild. Also das gibt da jemanden in England, der auch überschaubar Gitarren baut. Ich sage dazu jetzt mal Manufaktur, ja, weil das ist nur keine Fabrik, was er da hat. Er hat aber schon so ein paar Leute. Vielleicht mag man sich das vorstellen, ich weiß es nicht, ob es stimmt, ne, aber vielleicht mag man sich das vorstellen vom Zuschnitt her wie beim Nick Huber vor 5, 6 oder 10 Jahren, ja, wo er eben noch nicht so den Absatz hatte wie jetzt heute. Und der James Patrick Eggles baut diese wunderschönen Instrumente namens Macon oder Macon. Macon, würde ich sagen. Nachdem er ja ein Angelsachse ist, würde ich mal sagen, spricht man es wahrscheinlich Macon aus. Und was mir halt wahnsinnig gefällt an dem Teil, ich meine, sie sieht saugut aus, ist tadellos verarbeitet, und ich liebe Les Paul-Gitarren, auf denen ich halt ein bisschen Komfort habe. Und wenn man die sich halt von hinten anguckt und den Übergang vom Hals zum Korpus sich anschaut, oder auch die obere Kante vom Korpus. Sehr gut, ja. Das sind so Sachen, wo ich sage, ja. Also damit kriegt man mich, ne? Schön, richtig schön. Ist das One Piece? Ja, das ist One Piece, Thomas, oder? Also ich sehe hier keine Naht. Nein. Wobei ich sagen muss, mir ist das eigentlich wurscht. Ja, ich warte noch. Also wenn jemand für einen Korpus ein schönes Stück Holz findet, ja, aus dem er den Korpus komplett rauskriegt, ist das fein. Ja. Ja. Ansonsten ja, ja. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Es sieht so aus. Es sieht so aus. Sehr schön geaged. Ich finde die Hardware, so dieses ja. Art von nicht so glänzend, wenn du das zeigen kannst, noch ein bisschen näher. Mir gefällt das. Das ist so ein bisschen mattiert. Nicht verrostet, ja. Das ist so, genau. Mattiert. Also da alle Schrauben gehen da noch. Ne? Pickup-Cover ist matt, was schön ist. Ich muss meins immer wieder putzen. Die Inlays gefallen mir sehr gut, diese angedeuteten. Das ist was Tolles. Habe ich noch nirgendwo gesehen, sowas. Das ist schön. Und gut, hier schreibt jemand, du scheinst die Pickup-Kombination zu mögen. Eine interessante Pickup-Kombination. Ja, Thomas liebt es. Ich mag den P90 am Hals wirklich wahnsinnig gern. Ja, perfekt. Der Schmatz, weil der so schmatzig ist, ja. und einfach
trotzdem das Rotzige hat. Ich erlaube mir, das reinzustecken. Ja. Und dann kannst du, ich bin auf dem Clint, auf dem schönen Fender Cleans. Dann machen wir doch gleich mal Hals. Ja, mach mal. Sound, der mir sehr gut gefällt. Der geht sehr. Schon sehr, sehr geil. Also, jetzt gucke ich mal. Das ist super. Das gefällt mir. Der Übergang ist sehr, sehr gut. Der Hals ist also so schön abgerundet hier. Da ist null Kante. Das ist einfach nur Seidenbein. Das ist wie ein alter Pullover, ne? Ja. Oder ja, genau. Einfach, oh. Also das ist Sahne. Das gefällt und der mir. Hals ist irgendwie homöopathisch schmäler. Also schmäler ist mir kein Aufwand. Also, ja, guck mal, wo du deinen Daumen hast. Ja, das ja, ist du, toll, du gell? Du hast den sonst nie so. Nee! Ich habe ja keine große Hände. Ne? Hm? Marshall, ihr Lieben, wir sind auf einem Fender-Amp. Was passiert denn, wenn man auf den Marshall geht? Hoffentlich. Fasten your seatbelts. Und ja, bin ich richtig hier? Ja, ich habe ihn ein bisschen leise gedreht. Thank you.
next one. Überleg gerade, ob es irgendwas noch zu sagen gibt. Okay, das Gewicht ist super. Das Gewicht ist super. 3,2 irgendwas. Das Gewicht ist, ich kann sie hier, das ist mir aufgefallen, eine fantastische Balance. Mhm. Da ist nichts in irgendeiner Form. Ich kann sie also. Die kannst du auch 2 Stunden umhängen haben, das ist überhaupt. Sie ist ein bisschen gechambert, ja, ja. Aber sie ist so, ja, es ist ein Traum. James Patrick Eggles. James Patrick Eggles. Heißt der Mann. Und wow. Ich glaube, von dem hört man noch. Ich glaube auch. Ja, Horst, 2 haben wir noch. 2 haben wir noch. Wie, ja. Wieso 2? Soll ich eine machen? Komm, ich mache jetzt mal eine. Mach du mal eine. Also, ja. Ihr Lieben, jetzt kommt eine Gitarre, die ihr schon oft bei mir gesehen habt. Und da werde ich auch jetzt nicht groß drauf mehr spielen. Ein bisschen natürlich. Aber zur Erklärung. Diese Gitarre ist eine Blade von Gary Levinson, Baujahr 1993. Und seit diesem Baujahr ist sie auch in meinem Besitz. Ich habe sie mir gekauft. Damals war ich auf der Suche nach meiner ersten Strat, wollte eine USA Standard mir kaufen, Anfang der 90er Jahre. Vintage war damals noch nicht so ein Thema. No, gab es auch nicht viel Gitarren, die waren alle meistens im Besitz. Und dann im Musikladen, ich habe mehrere Gitarren angespielt, sagt dann der Matthias Lodes, der jetzt im Rockshop arbeitet, Horst, schau mal da hinten, da sind ein paar Gitarren aus der Schweiz, guck dir die mal an. Und ich erstmal, optisch hat mich die schon wesentlich mehr angemacht wie die Strats aus der Zeit. Und dann sagt Matthias, check mal die Features. Und die Features gehe ich jetzt mal schnell durch. Dass ihr wisst, wir reden von einer Gitarre, die jetzt 27 Jahre alt ist. Locking-Mechaniken von Sperzel. Hier oben, die sind original, funktionieren noch wie am ersten Tag. Recessed Neck Joint, also die Halsverbindung ist leicht angeschrägt, sodass du in den oberen Lagen wunderbar spielen kannst. Hier dieser kleine Minischalter aktiviert einen eingebauten Preamp. Ja. Preamp ist hier drin. Mit einer Dreifach-Klangregelung, Bässe, Mitten, Höhen. Er gibt im Zusammenspiel mit einer Telecaster-Schaltung, die ich hier in einem Volume-Porti versteckt habe. Das sind übrigens nicht die Original-Portis, ich finde diese klassischen Strat-Portis schöner. Und mit der Zeit habe ich sie auch 2-3 Mal umgebaut, was normal ist. Habe ich 27 Sounds. Hier drin ist nicht mehr das Original-Tremolo. Das Original-Tremolo ist sehr gut, aber ich habe es geschrottet. Ich habe es geschafft, den Hebel abzubrechen und dann. Okay. Und dann habe ich lange gesucht. Horst in Ekstase. Ja. Das war auch bei einer Hendrix-Nummer. Ja. Das war bei einer Hendrix-Nummer. Und dann bin ich bei dem Super V-Tremolo gelandet. Das ist ein Tremolo, was ich aus ganzem Herzen. Jedem nur empfehlen kann, es ist mit 4 Schrauben fest im Korpus festgeschraubt und das Tremolo bewegt sich auf einer Stahlklinge und ist sozusagen unkaputtbar. Du kannst also wie bei Jeff Beck, ja, du kannst also 3 Halbtöne hoch und nach unten so viel du willst. Super stimmstabil. Ja. Dann der Seitenniederhalter mit Rollen, also all das gut, fast 10 Innovationen, die ich vorher in keiner anderen Strat gesehen habe, in der Gitarre. Immer noch gibt es heute 98% der Gitarren in Stratocaster-Form da draußen, die diese Features nicht haben. Hammer. Muss man mal jemand fragen, der Uhren bauen kann, ne? Ja! Wie muss man den verbessern? Ja. Stimmen. Ich habe sie nicht gestimmt. Sie ist verstimmt. Sie ist leicht verstimmt. Worüber nur? Ja, hoffentlich über mich. Sie ist meine Gitarre, die, mit der ich am meisten gespielt habe. Die hat locker 1500 Gigs. Alle Scratches, alles was hier... Natural Aging. Alles Aging an der Gitarre ist von mir persönlich. Aber ich habe sie liebevoll behandelt und sie hat noch die alte Kopfplatte. Natürlich von Fender dann irgendwann nicht mehr erlaubt wurde, was auch völlig okay ist.
Und ich habe zwei Federn hinter drin und im Augenblick spiele ich 9 Cider auf der Blade. Sie ist, ja. Und die Pickups sind nicht mehr original, sondern ich habe hier die Seymour Duncan Jeff Beck Jr. Set drin. Klingt und Clean Sound, Fender-mäßig. Klingt aber wie eine Strat. Ist interessant, gell? Aber Humbucker. Cool. So, was ich jetzt mache, ich schalte mal den kleinen Schalter hier nach vorne und dadurch booste ich die Bässe und die Höhen, aber nur dezent. Ohne. Genau hinhören. Und dann habe ich so eine Art Superstrat-Sound fast schon. Und weißt, wisst ihr, was toll ist? Es brummt und rauscht nichts. Und das ist die Bühnengitarre Nummer 1 der letzten 27 Jahre gewesen und ich habe sie immer dabei, in letzter Zeit als Zweitgitarre, weil ich viel mit der Variax gespielt habe. Und alle Pickups, das ist ein ganz Teil. Ich bin auf der praktisch, ich nehme es in die Hand und kann alles, ja, alles mit der machen. Ich gehe kurz auf die Rock-Variante, dass ihr das hört. Da ist er. Da klingt sie ein bisschen mehr jetzt Humbucker-mäßig. Und jetzt das nächste Feature ist der Mid-Boost. Und jetzt hörst du natürlich, dass es doch Humbucker-Pickups sind. Weil du hast keine Schärfe. Und du kannst, ich kann mit der tatsächlich auch Still Got the Blues spielen und habe dann sofort diesen, auch so ein bisschen diesen Mitten-Sound von der Paula und all das mache ich mit diesem Preamp. Wenn ich jetzt hier noch den Tube Screamer hinzufüge, dann habe ich hier dann. Das ist kein Strat-Sound. Auch das kann sie sehr gut. Und ihr habt ihr schon so oft gehört in meinen Videos. Und das war damals der Grund, mir, sie ist intonationsmäßig perfekt, sie hat fette Jumbo-Bünde und tatsächlich noch ein echtes Rio-Palisander-Griffbrett. Ne? Also dieses Holz wirst du nicht mehr auf elektrischen Gitarren weltweit finden, das ist nicht mehr möglich. Weil es gibt halt noch Restbestände. Altbestände bei Gitarrenbauern, ja. Ne, mit Zertifikat. Dürfen sie das machen. Aber das ist halt... Ist halt auch was das ist was sehr Leute zahlen lassen. Es ist sehr pflegeleicht, man muss es im Grunde genommen gar nicht ölen, nur putzen. Ein bisschen ölen. Was mir auffällt, ist, dass sie auch mit dem Humbucker ein anderes Obertonspektrum hat als eine Paula. Mhm. Es ist einfach eine andere Konstruktion. Ja. Aber du kommst halt vom Charakter dahin und du hast nicht gerade an der Bridge, du hast nicht dieses Nölige, was jetzt eine Strat mit Single Coils hat. Ja, sondern du hast da halt richtig. Ja. Es ist so ein Schweizer Taschenmesser und ein guter Kompromiss zu sagen, ich kann einen Gig mit einer Gitarre spielen und ich habe alle möglichen. Ich habe auch die. Also du bist mit der wahrscheinlich eher in der Lage, einen ganzen Gig durchzuspielen, als mit einer Les Paul, wenn du Strat Sounds brauchst. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Wobei natürlich Les Paul. als Grand Piano der Gitarrenbauweise im E-Bereich
vieles abdecken kann, wenn ein richtig gutes Instrument findest. Ja. Es geht, man kann viel tricksen mit den beiden Volume-Geschichten, kannst viel machen. Ja. Aber ja, aber diese, genau diesen einen, den wo ich vorhin gespielt habe von den Doobie Brothers, das ist halt ein Strat-Sound. Das ist ein geiler Sound. Okay, ich halte mich nicht länger auf mit der. Und ich mache noch eine, dann bin ich fertig und du machst das Finale mit deiner letzten Gitarre. Ich habe noch zwei. Du hast noch zwei? Okay, ja. Dann bist du dran. Ich finde übrigens witzig, alles was du über die Blade gerade erzählt hast, musst du irgendwann nochmal erzählen. Weil ich habe ja keine Strat dabei. Nee. Wir müssen irgendwann mal Teil 2. Wir müssen was finden. Wir müssen Teil 2 abfilmen. In Teil 2, wo Stratzen so am Start sind. Am Start sind. Ja, aber das ist halt, das sind halt die Gitarren, die zu deiner Spielweise einfach das. Also wenn ich entscheiden so müsste, welche Bauart, ja, entweder oder, schon, dann wären es die, die ich jetzt dabei habe. So. Und das ist ja der Punkt. Ich bin ja von der Spielweise, in der Energie, die ich ins Spiel packe, höher wie der Thomas. Und die Strat und auch die Telecaster, die verzeiht es mehr. Ne? Die kann das sozusagen gut rüberbringen. Ne? Ich mag auch dieses wilde Spiel. Ne? Das ist das Ungezügelte. Das Ungezügelte, wilde Tier in uns. Ne? Der Sound ist schon einmal cooler Gitarre. Hallo, Friederike, grüß dich, danke für das Herz. Danke, schön, dass du da bist. Ganz liebe Grüße an euch alle. Wahrscheinlich haben wir sowieso einen Haufen verpasst, oder? Im Chat. Ja, die kommen aus der Schweiz, werden aber in Japan gebaut. Ne? Gary Levinson lebt in der Schweiz und hat sie dort designt. Und die Gitarren werden in Japan gebaut und sie sind Weltklasse. Sie werden also wirklich in Japan gebaut, das muss man dazu sagen. Wow, let's go into this kind of view. Jetzt wirklich diese Gitarren, diese für mich sind das alles Einzelstücke, diese Gitarren ein Wahnsinnscharakter haben. Machst du mal? Ja. Leg mich am Buckel. Komm.
Also dieses schöne Stück hat die Werkstatt von Frank Hartung verlassen. Der Frank sitzt in der Nähe von Ilmenau und baut absurd gute Gitarren. Da muss man fast mal so, damit man hier mal... Genau, geh ruhig ran. Ah ja, schön, Frank Hartung Guitars. Guck mal, ein Mahagoni Corpus mit Flames. Ne? Wow, ey. Zeug hat er da stapelweise in seinem Holzlager liegen. Ja. Und das Schöne ist, wenn man beim Frank in der Werkstatt mit ihm quasi sinniert drüber, was will man denn bauen, dann sagt der halt, ja, genau in die Richtung, da habe ich aus dem Stamm schon mal was gebaut, die wären so und so. Also du hast nicht dieses Wundertütenproblem, dass du vorher überhaupt nicht weißt, was kommt denn da für ein Instrument raus. Natürlich ist es immer ein bisschen eine Überraschung, sich was bauen zu lassen. Aber ein guter Gitarrenbauer hat da schon Gespür dafür und kann dir schon sagen, ob du das kriegst, was du möchtest, oder ob das jetzt wirklich die Wundertüte wird. Ja. Und also die ist echt absurd gut. Ne? Das heißt, du hast ihm schon in etwa ein paar Ideen vorab. Ja, der drückt da auch eine Gitarre in die Hand und sagt, spiel mal. Ja, der hört dir auch zu und macht sich so seinen Kopf. Was brauchst denn du für ein Instrument? Mhm. Und ich meine, du verbringst da einen halben Tag und ratscht mit dem. Mhm. Ja. Und was auch ein Hingucker ist, ist die, ja, das ist die Kopfplatte. Da sieht man die Liebe. Da sieht man das Herz. Ja. Richtig liebevoll. Sehr schön. Das ist auch inspiriert ein bisschen vom Geigenbau. Und so Sachen wie Halsprofil, ich meine, da macht er sich's leicht, er hat viele Gitarren da und er sagt, probier mal durch. Ja. Und wenn du einen Hals findest, wo du sagst, empfiehlst du also der hin, ist hin es, zu gehen, empfiehlst du ja. ihn zu gehen. Ja, auf alle Fälle. Ich meine, das ist ja auch so, das ist jetzt nicht so. Das ist wie eine Maßanfertigung. Sag mal, lass mich das mal so sagen. Du nimmst ja für so eine Gitarre auch ein bisschen Geld in die Hand. Ja? Und wenn du die wieder abgeben möchtest, weil dir die jetzt doch nicht so gefällt, dann hast du vergleichsweise einen relativ hohen Wertverlust. Ja. Also wenn du jetzt bei Gibson oder bei Fender aus dem Custom Shop dir was kaufst und nach 2 Jahren einfach mal was anderes möchtest, dann kriegst du die eigentlich gut weiterverkauft. Mhm. Ja. Und du hast dann so eine Differenz dazwischen, wo du sagen kannst, ja meine Güte, das ist halt meine Benutzungsgebühr. Ja. Und das ist ja absolut okay, ja, wenn jemand sagt, ich mag nicht mein Leben lang die gleiche Gitarre spielen, ich mag eine Strat und eine Paula und ich wechsle die halt durch alle 2-3 Jahre. Ja. Das wäre bei solchen Instrumenten teuer. Ja. Ja. Ich meine, man kann natürlich, wenn man sowas mal spielen möchte und wenn man sagt, ich muss nicht unbedingt dem sagen, was er für Holz verwenden soll, man kann dann immer mal ein bisschen gucken, immer hin und wieder tauchen die auf dem Gebrauchtmarkt auf. Mhm. Und da kann man dann schon auch mal relativ günstig kaufen. Ja. Also, oder wie bei PRS. Ja. PRS ist eine Marke, die halt so den Ruf hat, Rechtsanwälte, Zahnärzte. Und deswegen haben die wirklich einen relativ hohen Wertverlust, wenn du die verkaufst. Ja. Nicht alle. Ja. Für jemanden, der eine wirklich absolut zuverlässige, saugute Gitarre sucht, ist das natürlich ideal, weil er eine gebrauchte sich holen kann. Ja. Wenn die nicht optisch offensichtlich Schäden hat, dann fehlt dir nichts. Ja. Also. Verstanden. Ja. Richtig, richtig. Und darf ich meine, da hast du halt die Möglichkeit, dir das Ding so bauen zu lassen, wie du die haben willst. Ja. Und vorausgesetzt, du hast halt auch ein bisschen verstanden, was du willst, ja, kommt halt dann was dabei raus, wo du schon Spaß damit hast. Ganz, ganz, ganz tolle eigene Charakter, ne? Die Form. Ja. Form ist außergewöhnlich schön, wie ich finde. Ich glaube, Thomas wird mit einer Strat nicht glücklich. Sein Stil auf der Paula ist gigantisch. Ja, sag das nicht. Also sag das mal nicht, lasst euch mal überraschen. Ich habe auch ein paar Strats. Ne? Ah doch, er hat auch ein paar Strats, habt ihr gehört. Willst du mal was anderes als, als V-Picks spielen? Ja. Für alle Liebhaber von V-Picks, ich habe
Also ich meine, man lernt ja nie aus. Nee. Es gibt von Dunlop ein John Petrucci Signature Plectrum, das so weinrot ist. Ja, schön. Das hier hat jetzt so diesen goldenen Aufdruck schon eingebüßt. Okay. Ja. Ich habe das mal per Zufall, mein Kollege und Kumpel Klaus hat mir das mal geschenkt. Mhm. Ich finde es sensationell gut für manche Sachen. Einmal mal. Let's have a listen. So, es liegt schon mal gut in der Hand. Mag ich wegen diesem Schmatzen, was es hat, weißt du? Hier bist du ein bisschen mittiger mit dem hier. Aber es klingt gut. Ist tatsächlich so, dass ich das auf der Straße gerne spiele. Aha. Ja. Es hat einen mittigen Sound. Ja. Es hat einen mittigen Klang. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich es anzerre, dass es gut kommt. Okay, jetzt. Ich muss ein bisschen lauter machen. V-Pick. Ah, love it. Das ist genau meins. Ne? Von einem nagelneuen, perfekt verarbeiteten Instrument. Ich muss hier einen Tick leiser machen, dass es euch nicht um die Ohren fliegt. Ja. Hörst du, wie die drückt? Jesus, drückt die. Schönes.
da muss ich mal kurz Van Halen reinmachen. Ja. Was richtig schön ist, wie sie trennt, die Akkorde trennt, trotz des High-Gain-Sounds. Und die kann auch Metal. Die kann im Grunde genommen wahnsinnig viel. Wobei die für High Gain eigentlich nicht gebaut ist. Nee, aber das ist erstaunlich, Oberkante. Ja. Auch angenehm. 3,5. Selber getan. Thomas, du spielst gar keinen Metal. Willst du sie verkaufen für den Ricke Kühn? Gibt es eine Gitarre auch für dich, Friederike? Ich meine, der Friederike kriegt ja das 17er Modell. Was haben wir denn hier? Ja, jetzt kommt eine alte Bekannte, Horst. Wieso? Die Helivan Laget hatte ich schon mal dabei. Ah ja. Also das ist ein Plektrum von Oliver Baron. Eine Helivan. Also alkoholfrei. Die hört auf den klangvollen Namen Nugget. Warum? Weil es eben eine Goldtop ist. Und ich hatte immer, wenn ich die gespielt habe, habe ich mir gedacht, mich würde saumäßig interessieren, wie die Gitarre in 50 Jahren ist. Was? Cheers. Aber das hat gar nicht gelungen. Jetzt? Jetzt. Danke, Jenny. Danke, Lieben. Ja, genau. Ja, genau. Also die Friederike weiß schon, was gemeint ist. Die weiß. Man sieht das auch. Ne? Sie weiß es. So. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Was ist dieser Helivan? Helivan, Oliver Baron. Da hinten steht ja eine, die du hier in Pflege hast. In Pflege. In Quarantäne. Und ja, wie gesagt, war schon auch nagelneu, ne? Und ich hatte immer irgendwie... Was heißt jetzt nagelneu? Die sah anders aus, oder? Ja. Wie aus dem Ei gepellt. Und du hast sie... Ja. Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich die gespielt habe, mich würde wahnsinnig interessieren, wie die ist in 50 Jahren. Und das ist heute machbar. Und ich habe dann ein wenig recherchiert. Okay. Und also das ist eine schöne Beschäftigung, mal für einen verregneten Sonntagnachmittag zu recherchieren, wer Gitarren aged. Da gibt's echt schlimme Sachen, muss ich sehen. Wie schlimm? Was heißt schlimm? Naja, da gehen halt Leute mit dem Schwingschleifer an die Gitarre und machen halt da ein bisschen und hauen ein bisschen mit dem Schraubenzieher drauf rum. Und das Thema ist geaged. Und das schaut dann so ein bisschen aus, wie wenn die halt einfach ein bisschen die Treppe runtergefallen wäre. Und ich habe dann quasi auf meiner Quest den Florian Jäger ausfindig gemacht, der in Oberstdorf sitzt und der sich wahnsinnig gut auskennt mit Les Pauls. Und der macht total absurde, abgefahrene Sachen. Dem bringst du eine Les Paul aus dem Custom Shop von heute und der macht die so, wie eine von früher ist. So, jetzt stellst du dir die berechtigte Frage, hä? Und der sagt halt, die verwenden heute andere Lacke als damals. Die verwenden anderen Leim. Sie machen diese Konturen hier anders. Und weiß der Geier was noch alles.
Also wenn du dem eine Gitarre bringst, dann macht er erstmal den Lack runter. Weil er halt sagt, er lässt sich einen Nitro-Lack anmischen, der so ist von damals. Es ist also wirklich ein Nitrocellulose-Lack und das ganze Instrument besteht im Grunde, das Holz ist ja auch Zellulose. Ja. Und mit dem Lack hast du halt hinterher als Oberfläche dasselbe drauf, wie das Material ist. Und bei den Les Pauls macht das dann teilweise so, dass er den Hals rausnimmt, dass er das neu verleimt mit dem Leim, der eben authentisch ist, dass er quasi diesen Kunststoffmantel um den Truss Rod entfernt, ja, und diese Sachen eben so macht, dass das Instrument sich physikalisch so verhält wie eine 59er. Ja. Auf Wunsch macht er aber das Griffbrett ab und ersetzt es eben mit einem Rio Palisander Board, macht die Inlays so wie die damals waren und dieses ganze Zeug. Also das ist so seine das Bavarian Makeover. Ja. Und das klingt obszön. Das ist obszön, ja, und es gibt tatsächlich Leute, die sowas machen lassen. Ja. Er baut auch selber Gitarren, ja, wunderschöne Instrumente. Ich glaube es gar nicht. Ne? Macht aber viel diese Umbauten. Ja. Und ich bin jetzt quasi bei ihm aufgeschlagen und habe gesagt: Mit einer nagelneuen Gitarre? Machst du das auch mit so einer Gitarre? Und dann hat er gesagt: Ja, komm doch mal her, lass uns das mal bequatschen. Ja. Und ich habe jetzt gesagt: Pass auf, du brauchst hier an der Kontur nichts machen, du brauchst hier auch an dem Gehölz nichts ändern, weil, sagen wir mal, die Arbeit vom Oliver Baron ist ja auf höchstem Niveau und an dem gibt es ja nichts zu verändern. Ja. Das Einzige, was ich jetzt eben mir gewünscht hätte, dass man den Kalender mal um ein halbes Jahrhundert weiter dreht. Ja. Und er hat jetzt eben hier auch das Gleiche gemacht, das Teil mal auseinandergebaut, den originalen Lack entfernt, seinen Lack da aufgetragen und dann eben ein authentisches Aging verpasst. Also man sieht, wenn du mal mir die Perspektive gibst, sieht man hier gegen das Licht jetzt diese Risse, die halt ein Instrument mit einem Nitrocellulose-Lack im Laufe der Zeit bekommt. Und man sieht auch vor allem diesen speckigen Glanz, den das irgendwann mal einnimmt. Also auch am Hals hinten sieht man, gibt es diese Risse auch. Und ich habe natürlich auch gefragt, was macht es mit dem Instrument vom Sound her? Und er hat gesagt, also das Instrument ist von Haus aus schon mal auf einem extrem guten Niveau. Hat er gesagt. Ja, und er würde aber vermuten, oder seine Erfahrung ist, dass es sich einfach noch mehr öffnet. Ja. Durch diese ganze Geschichte und die positiven Eigenschaften, die es sowieso schon hat, behält, ja, und halt einfach noch ein bisschen Reife dazu gewinnt. Ja. Und ich habe sie jetzt auch noch nicht lang wieder zurück und ich muss sagen, die macht mächtig Spaß jetzt. Wenn ich noch zwei Sachen sage. Ja. Einmal sieht es sagenhaft aus, also ich bin nicht der Aging-Typ, ich habe nichts geagedes. Die blaue Telecaster ist leicht geaged. Aber das ist etwas, was ich in der Art selten sehe. Ja. Also mein Auftrag war halt ein würdevoll gealtertes Instrument. Ja, ja. So sieht es auch aus. Und ich meine, er weiß, wie die Dinger ausschauen. Und er sagt selber, eine Les Paul war schon immer die teurere Gitarre. Ja, die hatte eigentlich schon immer einen Koffer und wurde nicht einfach so im Van zwischen die Boxen gequetscht, wie das mit einer Strat vielleicht ist. Sie hatte auch den besseren Lack. Ja, also irgendwie waren die halt nicht gar so abgeschrabbelt. Und so dieses extreme Aging, das man manchmal an Paulas auch sieht, hält er auch nicht für so wahnsinnig authentisch. Hm. Und im Grunde, er sagt auch, das ist der Startpunkt jetzt, ja, weil die jetzt natürlich im Betrieb auch weiter altert. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, Thomas, ist, dass ich nie, ich bin ein
Nasenmensch noch nie so was gerochen habe wie an der Gitarre. Kannst du das auch noch ein bisschen erörtern, Ja, warum das so ist? die riecht saugut, ne? Die riecht saugut. Was ist das, dieser Lack? Das ist der Lack. Das ist der Lack. Also ein Geruch von einem Lack, der schon gar alt riecht. Ja. Es ist, gib mir mal kurz, dass ich das versuche. Mal. Weißt du was? Hat so ein bisschen was Vanilliges, ne? Es hat was Vanilliges. Es hat aber auch was von Leder, ein Ledergeruch. Leder und es riecht einfach. Sorry, es riecht. Also, die Leute sagen jetzt drehen sie Jetzt drehen sie, total durch. er riecht alt. Jetzt schnuppern die an den Gitarren. Aber es riecht geil, okay? Ja, Zum Beispiel rieche ich in den Läden sehr gern an Lakewood-Gitarren, weil die saugeil, also im Schalloch, wenn du Lakewood auspackst, oh, denke ich, wie toll die riecht. Und gerade an Akustikgitarren ist das auch für mich ein Kriterium. Ich habe schon getan, naja, nee. Nee, nicht. Wie beim Käse, Genau, wie beim Käse. ne? Bleibt man ja auch weg mit dem Ding. Also sorry für den Fetisch, aber die Nase ist auch wichtig. Ne? Thank you.
Sie die mal spielen? Ja. Danke, danke. Ich hab dich jetzt begleiten müssen, weil es kommt dann hört man. Ah, ja, du weißt schon. Sie klingt alt. Es ist mir jetzt egal, ob du hättest mir das gar nicht sagen dürfen, dass das getuned ist, das Ding. Sie klingt einfach alt. Sie hat eine Offenheit erreicht, die unglaublich ist. Spielbarkeit ist sensationell. Sensationell. Das ja, was der zum Beispiel halt auch macht, der verrundet dir das hier halt auch, ja. So dass ja, das ja, wirklich ja. Wie ausgetragen ist. Ja, aber nicht zu arg wieder. Es nee, ist immer noch, dieses bisschen, hat noch ja. Es hat noch Leben, es hat Kante, ja, es ja. Hat... Mann, ich habe wahnsinnig viel gelernt heute. Wahnsinnig viel. Selten, ihr Lieben, selten hat man die Gelegenheit, solche in eine Sammlung so rein, ich sag jetzt mal Sammlung für dich, in diese Herzenssammlung, so reinschnuppern zu dürfen von Produkten, die Seele haben, einzigartig sind, Charakter und einfach auch wirklich, wirklich fantastisch klingen. Also ich danke dir ganz stark dafür, dass ich... War wie immer ein großes Vergnügen, bei dir zu sein. Ich überlege mir ja manchmal, oder ich werde manchmal gefragt, was ist denn jetzt die Lieblingsgitarre? Und weißt du, wenn du jetzt halt eine von denen hast und viele Kaufhausgitarren, die du einfach so aus dem Regal rausnimmst, dann ist das nicht schwer. Ja? Aber wenn du halt die Galerie da rumstehen hast, schwieriger. Dann hast du keine Lieblingsgitarre, sondern du hast halt welche, mit denen gehen manche Sachen genau. Besser oder anders. Und du hast, also ich registriere auch manchmal, ich setze mich hin und denke mal, ach, wonach ist mir denn heute? Ja, dass du so quasi nach Tagesform meine andere Gitarre nimmst. Geht mir genau. Und ich meine, das ist halt so eine Reise. Du musst irgendwann kommst du halt auf den Trichter, was brauche ich eigentlich?
was muss ich spielen. Ja. Und wenn du einem Anfänger so ein Instrument in die Hand drückst, dann sagt er, ja, ist eine Gitarre. Ich kann G spielen, ist, ja. Ist klar. Aber du hast, dir wird der Unterschied nicht bewusst. Ist ja, unmöglich. Das Instrument ist macht mit dir nichts, ja. Weil du bist mit dem Spielen so, so gefordert, ja. und so eingespannt, dass du deine Finger sortiert kriegst. Ja. Aber irgendwann im Laufe der Zeit, ja, wenn du praktisch nicht mehr 100% auf die Motorik achten musst, ja, ja. Dann fangen dich an, Dinge an deiner Gitarre zu stören. Ja. Ja. Man sagt, oh, da komme ich blöd hin oder das klingt irgendwie schief oder komisch oder sowas. Ja. Ja. Und wenn du dann anfängst, und dann geht's los mit der Recherche auch, ne? und zu gucken und, ja. und mal ein anderes Instrument oder mal was ausleihen oder sowas, dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, ich weiß schon, wo ich so hin möchte. Ja. Und vielleicht gibt es Leute, die landen bei einer, ja, und sagen dann die und keine sonst. Ja. Oder es gibt Leute, die haben halt dann so ein halbes Dutzend rumstehen und sagen, ja. Ich wechsle da mal. Aber du spielst sie ja, das ist es. Die werden alle gespielt. Das sind also keine Vitrinengitarren, es geht nicht, sondern das sind auch immer noch Nutzgegenstände bei mir. Also die werden immer noch gespielt. Ja. Weil bei der Sonntagsgitarre würde ich mich brutal ärgern, wenn ich da irgendwelche Schramme reinmache. Das ist wie wenn du halt eine nagelneue PRS kriegst oder sowas. Da passt du schon auf. Ne? Aber am Anfang. Das ist das Schöne bei so einer Gitarre, da sagst du, da gehört es eigentlich dazu, dass du mal irgendwo hängen bleibst. Ne? Und ja. Die ist ganz, die fühlt sich wirklich jetzt wie ein paar ausgelatschte Schuhe, die du wie ein paar getragene Schuhe. Sie fühlt sich alt an und und ist halt saubequem. Und was da an Töne raus wollen aus der Gitarre. Wollen, das ist im wahrsten Sinne. Ja, es gibt ja auch Gitarren, mit denen musst du wirklich kämpfen. Ja. Wenn du jetzt eine Strat hast mit einem weichen Hals, ja, du musst ja betteln um jeden Ton. Gut, das ist, manche Leute mögen das auch, ja, weil das natürlich mit deinem Spiel was macht. Ja. Das kann vielleicht mal ganz lustig sein, aber mir gefällt es eher, wenn das Zeug raus will. Ja. Also, ja. Und wenn das ist bei der Stratocaster hast du es leichter, was das Tuning angeht, meiner Meinung nach. Du kannst also dort mit ein paar wenigen Änderungen große Dinge bewirken, um die Gitarre an dich anzupassen. Ja. Aber auch dort ist es Prinzip Nummer eins, die Töne müssen aus der Gitarre raus und dann hast du gute Basis, um zu arbeiten. Aber das besprechen wir mal in der Strat-Sendung. Das wird der Fall sein, weil ich habe ja auch noch einiges hier. Und lieber Vater, da stehen ja. Strats nette für, Sachen. Ja, nett. Für so mit Tagen, ne? Ja, auch die hier. Ja. Aber ich nur kurz, dass ich es nicht vergesse. Ja! Die letzte Lieblingsgitarre will ich noch kurz zeigen. Ein paar haben noch Durchkalter, sind noch 87 online. Und ich freue mich, dass es euch warm ums Herz wird. Das war mit Abstand der beste Livestream ever. Herzlichen Dank, ihr Lieben. mit der Brotbox mit aufgezogenen Wäscheleinen. Der war gut. Ja, es ist nie zu spät für ein gutes Instrument. Und das ist meine Hauptakustikgitarre seit 2000. Ich muss reingucken, 2005, ne, seit 15 Jahren. Und das ist eine Brot- und Butter-Gitarre und zwar das Modell heißt G40CM. Mit Natural Aging. Natural Aging. Da war nichts drauf, kein Schlagbrett. Ich habe sie also hier richtig geaged. Die ist viel gespielt worden und sie ist meine Bread and Butter-Gitarre für akustische Begleitung. Und sie klingt so. Ihr seht hier vielleicht, kurze Erklärung, zwei Löcher. Ich hatte einen Tonabnehmer hier vorne noch installiert, den ich im Augenblick nicht nutze, weil er kaputt gegangen ist. Das war ein sehr guten, der Anthem von L.R. Bex. Und ich habe ihn irgendwie kaputt gemacht. Und jetzt, was ihr hört, sind einfach nur die Piezo-Tonabnehmer.
Guck mal, so klingt das, wenn ich jetzt einen Chorus. Das ist, wenn ich mit Black drum begleite, aber sie kann auch. Schöne Bässe, ne? Und ich kann sie auch. Ziemlich gut. Wobei, wenn ich einen Tonabnehmer drin habe, dann ist es noch besser, weil der blockt ein bisschen, nimmt, ne? Der blockt ein bisschen und gibt hier in dem Bereich Stabilität. Ja, ja. Es kommt, ich bin jetzt gerade auf der Suche nach einem neuen Tonabnehmer. Was der macht, der Tonabnehmer ist magnetisch, dann mixe ich die zwei zusammen, ja, und der, ja, Tonabnehmer gibt, genau, mir noch mehr diesen, ja, bluesigen. Sie wird halt runter. Sie, ne, wird runter, ja, wärmer, wärmer. Ne? Ne? Mit der kann ich was schon. Zu meiner Stimme. Und so habe ich sie ausgesucht. Ja. Leave me alone. Oh, love. Just going home. Just going home. Das war das Hauptkriterium, war, dass sie zu meiner Stimme passt. Und das ist meine Akustikgitarre und eine meiner drei hauptgespielten Instrumente. Deswegen wollte ich sie noch mal kurz euch zeigen. Und ihr werdet sie noch oft in den ganzen Videos hören. Das sollte es auch für den heutigen zweistündigen Livestream. Ja, wenn wir mal anfangen. Ne? Dann kann es noch länger gehen. Ne? Gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch allen, die so lange durchgehalten haben. Es sind über 80 noch dabei, um den Thomas Manita zu zitieren. An gutem Material ist noch keiner gescheitert. Genau so ist es. Ne? An gutem Material ist noch keiner gescheitert. Das gilt für vieles im Leben. Wir leben meiner Auffassung nach in einer Zeit, wo die Auswahl so fantastisch ist, so individuell, ja, und individualisierbar auf dich als Mensch. Auf deine Bedürfnisse, deine Hand, deine Spielweise, deine Stimme. Ne? Und ich bin mit dieser Furcht, habe ich damals für 890 Euro gekauft, so zufrieden, dass ich, obwohl ich schon Gitarren gespielt habe im 2.000-3.000 Euro Bereich, die sicher einen filigraneren Sound hatten. Lakewoods zum Beispiel, gefallen mir sehr gut. Und ich habe diese filigraneren Instrumente zum Gig mitgenommen und habe dann nach drei Lieder auf die gewechselt, weil die ein bisschen wilder und ungezähmter und mehr zu mir passt. Okay? Ja. Also wichtig ist, es kann, ich will nicht nur sagen, du musst wahnsinnig viel Geld ausgeben, um das zu finden, was zu dir passt. Am Ende ist es wichtig, dass das Instrument das wiedergibt, was du von ihm erwartest, oder? Das Instrument ist ein Enabler.
Ja, und das Instrument muss dich in die Lage versetzen, das zu spielen, was raus will aus dir. Ja. That's it, baby. Und das hängt nicht mit dem Preisschild zusammen. Nein. Also das ist uns ganz wichtig nochmal. Ne? Nicht, dass ihr denkt, es geht nur, wenn da hier Goldseiten auf der Gitarre sind. Ja, das ist die Showroom-Seite. Die, ne? Showroom, ich finde es so. Bindfäden waren alle, ja, und in Gold sowieso. Und deswegen sind jetzt da 10er-Seiten drauf. Für mich sowieso sehr ungewohnt. Ne? Aber schaut halt schon, schaut klasse extrem aus. Stimmig aus. Mein lieber Thomas, ich danke dir ganz herzlich, sehr gern, dass du hier warst. Das hat mir auch einen Energieboost gegeben. Das tut mir richtig gut. In Zeiten von Solo-Shows. Von Solo-Shows und so weiter. Freue ich mich jederzeit, wenn du hier wieder bei mir was mit mir zusammen was machen möchtest. Ich bin da. Sehr gern. Freue mich sehr und auch gerne uns einfach unterhalten über Musik, über das Thema und natürlich auch was lernen dabei. Das heute war die Sendung mit der Maus, nein, das war der Livestream, der mir richtig viel Freude bereitet hat, und wir hoffen euch da draußen auch. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Dankeschön und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Bis bald in our next show.